Wir sind hier von der Schweißtechnik auf der Formnext präsent, da der 3D-Druck besonders interessant auch für die Schweißtechnik ist und wir uns hier stark engagieren. Die Formnext selber ist für uns eine der wichtigsten Messen im 3D-Druck, denn vertreten sind hier viele Firmen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und letzten Endes auch viele Kunden von uns und haben daher natürlich ein großes Interesse, hier auch präsent zu sein. Was wir natürlich gerne von unserer Firma auf der Messe zeigen wollen, ist, wo überall Gase eingesetzt werden. Dies ist natürlich nicht nur im einfachen Druckprozess so. Gase werden überall eingesetzt im 3D-Druck, sei es nun, um die Pulver herzustellen, sei es, um die Pulver zu transportieren oder auch nachher in der Wärmenachbehandlung. Der 3D-Druckprozess ist für uns natürlich hier von besonderer Bedeutung, da wir hier viele verschiedene Gase einsetzen können, was natürlich stark von den Verfahren abhängig ist. Verfahren gibt es reichlich. Die interessantesten für uns als Gaseunternehmen sind natürlich auf der einen Seite die Pulverbettprozesse. Da ist natürlich der bekannteste Prozess das Powderbed Fusion mit dem Laserstrahl, was viele verschiedene Namen hat, im Pulverbett erfolgt und wo gerade der Gaseeinfluss von großer Bedeutung ist und auch die Gasequalität von großer Bedeutung ist. Bei anderen Verfahren, die uns interessieren, die DED-Prozesse, die Direct Energy Deposition Prozesse, die mit dem Laser erfolgen können oder auch mit dem Lichtbogen erfolgen können, sind für uns selbstverständlich auch von großem Interesse. Hier ist noch sehr viel Entwicklung zu betreiben, gerade was verschiedene Gasgemische anbetrifft. Und auch die Gaseauswahl ist ganz, ganz stark abhängig von Werkstoff und natürlich auch von den Verfahren hier.